back from the dead. Willkommen zu einem neuen Video Leak bzw. Infovideo. Und in diesem Video geht es um einen Bug bzw. Exploit, der gefunden worden ist. Und der handelt sich um diese neue Granate, die reingekommen sind. Ihr erinnert euch, die neue Granate, die bläst euch sozusagen durch Wände oder Strukturen durch. Und es ist ein neuer Bug rausgefunden worden. Dazu unten nochmal der Link in der Beschreibung sozusagen zu einem Twitter-Account vom NoahJ456. Grüße gehen raus an ihm. Ihr seht hier Gameplay von ihm. Das hat er rausgefunden und bei Twitter gepostet. Absolut krass, ich habe gedacht, ich zeige euch das mal, denn das wird wahrscheinlich Auswirkungen auf das Spiel haben, beziehungsweise Epic wird, so wie es aussieht, diese Granate erstmal rausnehmen. Ihr kennt das, es gab ja bei einigen Items, die immer mal wieder reingekommen sind, Probleme und die sind dann rausgepatcht worden. So, um mal ein bisschen zu erklären, was hier abgeht. Und zwar, er spielt hier im Hintergrund im Playground-Modus, hat ein normales Lama geöffnet. Ihr wisst, es gibt immer so eine bestimmte Anzahl von Sachen, die es gibt. So und so viel Munition, 200 von jeder Material, von Holz, von Stein und auch von Metall. Die ganzen Sachen wirft er nun weg und macht sich auf den Weg zu dem nächsten Lama. Und ihr seht, er hat nur noch diese neue Granate in der Hand. Und was er jetzt macht ist, er blastet sich sozusagen durch und passt auf, was dann passiert. So, ihr seht, er hat Materials bekommen und zwar 600 von jedem. Das heißt, er hat dreimal so viel bekommen wie sonst und ihr seht, an dem Platz liegt sogar immer noch was. Bedeutet, er hat dreifach den Amount bekommen, den man eigentlich bekommen sollte. Und das ist ziemlich heftig für Lamas und gibt euch praktisch sozusagen die alten Sachen wieder, die Lamas ja früher hatten. Für alle OG-Spieler unter euch, ihr wisst, wo die Lamas reingekommen sind, die hatten ja übelst viel Materials drin. Richtig krass. Aber ihr seht, ja, wie gesagt, dreimal so viel, 600 Holz, 600 Stein und 600 Metall. Aber wäre dem nicht genug, macht er jetzt noch was völlig anderes. Und zwar schmeißt er wieder alle Sachen weg und macht sich auf den Weg zu dem Haus. Und in dem Haus befindet sich eine Kiste. Und diese Kiste ist sogar schon geöffnet. Da funktioniert das Ganze genauso, wie ihr das gerade beim Lama gesehen habt. Und zwar, wenn eine Kiste geöffnet worden ist, egal von wem, nehmt ihr diese Granate und blastet euch durch. Ihr seht, öffnet die Kiste, ein paar Sachen sind drin. Ist immer random, was da rauskommt. Ihr wisst das, ist nie gleich. In jeder Kiste sind immer verschiedene Dinge drin. Er schmeißt alle Sachen weg, legt die unten in den Keller, geht wieder nach oben und blastet sich jetzt durch die geöffnete, Achtung, geöffnete Kiste durch. Und zack, was habt ihr gesehen? Er hat Materials und Munition bekommen. Das ist absolut krass, dass das überhaupt möglich ist und ihr seht, hier sind sogar noch eine Pistole, eine Klingergranate liegt herum. Eure Meinung mal dazu, absolut krass. Ich habe gedacht, ihr habt es auf jeden Fall verdient, das zu erfahren als Erste und ja, gewarnt sein natürlich davor, diese Sachen zu nutzen in-game. Könnte natürlich ein Grund sein, Exploit zu nutzen, um eventuell gebannt zu werden. Also seid sehr, sehr vorsichtig damit, das wird wahrscheinlich sowieso rausgepatcht werden jetzt, wenn das neue Update droppt. So, am Ende nochmal der Shoutout zu NoahJ und lasst ein Follow bei ihm auf Twitter, schaut seine Videos, sehr, sehr interessanter Typ, cooler Fortnite-Spieler und ja, wenn das Video cool fand, dann lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich auch sehr freuen und dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Video. Also, bis dahin, ciao, ciao.